Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Ich sitze heute in einem Auto, das habe ich natürlich noch nie gesehen, ganz entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten. Ein Audi e-tron ist es dieses Mal, den mir unser Konstanzer Autohaus Graf Hardenberg zur Verfügung gestellt hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich muss gestehen, ich bin ein Suff-Hasser, das wissen die auch. Ich bin ein Effizienzmensch, also je weniger Energie man braucht, um von A nach B zu kommen und das Nötigste einlädt, umso besser. Und das ist ein Riesenschiff natürlich. Aber ich habe mich natürlich trotzdem gefreut, dass ich das mal ausprobieren kann mit allen möglichen netten Features, die ich euch heute hier zeigen werde. Als ein Bekannter hier eingestiegen ist, hat er gesagt, ha, endlich mal ein E-Auto, was nicht aus Plastik ist. Das kann man natürlich wirklich sagen. Wir haben hier ein Auto, das hochwertig ist, sehr hochwertig. Und da werden wir nachher dazu kommen, das ist für mich ein Auto, das wirklich ein Auto ist für jemanden, der vom Verbrenner kommt und der eigentlich möglichst wenig ändern will und jetzt hier alles hat mit Elektroantrieb, aber eigentlich beim Fahren gar nicht viel davon merkt. Dieses Auto, was mir hier zur Verfügung gestellt worden ist, kostet, so wie es da steht, neu 117.000 Euro, glaube ich. Den Audi e-tron gibt es ab ungefähr 69.000. Das ist also eine Liga, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich fühle mich von so einem Auto, ganz ehrlich, überfordert. Wir haben hier insgesamt da hinten noch ein Touchpad, 1, 2, 3 Displays, dann noch ein Head-Up-Display. Dann haben wir hier zwei Schaltflächen am Lenkrad und hier hinten nochmal drei Hebel am Lenkrad. Und dann gibt es noch hier zwei Hebelchen, mit denen kann man zum Beispiel jetzt die Rekuperation einstellen. Man hat jede Menge Dinge, die man einstellt. Ich will eigentlich nur Auto fahren. Jetzt kommt gleich der Moment, wo man hier beschleunigen kann. Schade, dass es regnet. Wir haben auf dieser Strecke immer wieder die ID3, ID4 und Model 3 Tests gemacht mit der Beschleunigung. Auf 160 zunächst mal. Ich schau mal, was passiert. Und los geht's. Da kommt was, ne? Also ich bin jetzt bei 196, 197, 198, 199. Fahren wir 200, lassen wir es mal dabei. Ich will ja auch noch nach Hause kommen. Da ist jetzt mal kurzfristig der Verbrauch hochgeschnellt. Also die Beschleunigung ist natürlich ordentlich. Nicht so spritzig sportlich wie ein Model 3, deutlich sportlicher und spritziger als ein ID3 oder ID4. Ja, eigentlich so, wie man es von so einem Auto auch ohne Elektromotor erwarten würde, sage ich mal. Natürlich, das Ding wiegt 2,5 Tonnen, das braucht natürlich ohne Ende. Wir haben im Moment auf der Strecke 34 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also wenn man ein E-Auto aus Umweltgründen fährt, ist so ein hoher Verbrauch natürlich fragwürdig. Wie ihr vielleicht gesehen habt, hat dieses Auto keine Außenspiegel, sondern Kameras und stattdessen hier kleine Displays innen drin. Ich habe tatsächlich einen kompletten Tag gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt hatte, dass ich nicht da hinschaue, wo ich normalerweise hinschaue, sondern deutlich weiter unten. Ich habe diese Kameras zum ersten Mal gesehen, als ich einen Podcast gedreht habe und da hat mir der Besitzer gezeigt, dass er alle seine Lastwagen damit ausgestattet hat, weil die dadurch 2-3%, glaube ich, weniger Diesel in dem Fall verbrauchen, wegen der Aerodynamik. Das finde ich natürlich einen guten Ansatz. Ich frage mich natürlich, ob man bei einem 2,5 Tonnen Auto, was 35 Kilowattstunden auf 100 schluckt, dann tatsächlich die 1-2% Strom noch sparen muss, indem man draußen Kameras dran macht. Vielleicht machen das in 15 Jahren alle und wir haben uns daran gewöhnt. Aber ich würde halt trotzdem lieber mal gucken und meinen Kopf bewegen können und dann den Winkel auf diese Weise verändern. Ich sehe da keinen besonderen Vorteil drin, muss ich sagen. Es ist wieder mehr Technik, die kaputt gehen kann. Den Frunk öffnet man traditionell mit dem kleinen Hebel unten links. Das ist der Platz, den man hier noch als Frunk zur Verfügung hat. Der passt gut für die Ladekabel. Und ja, ansonsten ist das relativ viel Platz für relativ wenig Koffer. Für alle, die sich nicht sicher sind, ob das wirklich ein Elektroauto ist, da muss man hier drauf tippen. Ah, es gibt nämlich keinen Tank, sondern tatsächlich, man kann hier Strom laden. Und zwar entweder mit
dem von mir so beliebten CCS-Stecker, glaube ich, heißt das Ding. Oder eben, ja, bei mir an der heimischen Wallbox geht es genauso. So, und die treuen Zuschauer meines Kanals kennen es schon. Jetzt kommt der E-Piano-Test, der sogenannte, nämlich, was passt in den Kofferraum rein. Man hat hier übrigens noch eine kleine Vertiefung mit einem schönen Reserverad und Platz für viel Milch. Und ich messe mal eine Runde. Oh ja, das sind 104 cm schon ohne umgeklappt. Das ist ein großes Auto. Dann haben wir eine Breite an der Einstiegluke von einem guten Meter. Ich würde sagen 1,2 Meter, 1,3 Meter. Und innen drin, ja, vielleicht 1,5 Meter. Die Höhe ist natürlich mit gut 70 cm auch sehr erfreulich. Und jetzt klappt man natürlich noch um, weil E-Piano braucht ja auch noch mehr Länge. Fahrerposition ist auf Oscar eingestellt, also dürfte amtlich sein. Viel längere Beine hat kaum jemand. 1,83 Meter. Ja, da ist ordentlich viel Platz drin, kann man nichts sagen. Da passt nicht nur ein E-Piano rein, fast ein Konzertflügel. Apropos Oscar, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Oscar-Test. Deswegen, hallo Oscar, kommst du mal und setz dich mal hinten rein. Tja, Oscar, du hast ja jetzt ID3, ID4, Model 3, alles in Erfahrung. Wie fühlt sich das hier an? Das ist sehr, sehr interessant, weil das Auto von außen, jedes Mal, wenn ich drauf zulaufe, denke ich mir, boah, es ist riesig. Mhm. Dementsprechend würde man auch vermuten, dass drin viel Platz ist. Also nach oben ist auf jeden Fall viel Platz und auch mehr als im ID4 und im ID3. Und natürlich auch im Tesla. Beinfreiheit? Überraschend wenig Platz nach vorne. Wie gesagt, der Sitz natürlich, also der Fahrersitz ist natürlich auch relativ weit hinten. Also es ist schon eher so, dass es eher zu wenig Platz ist. Also im ID4 hätte ich jetzt gesagt, hatte ich zum Beispiel mehr Platz. Generell geht es komfortabel, aber ich habe, also da passt kein Finger dazwischen jetzt gerade. Schon interessant auf jeden Fall. Also es ist überraschend wenig Platz für so ein großes Auto. Aber ich finde es jetzt nicht irgendwie ungemütlich oder so. Man kann ja die Rückbank auch nicht weiter nach hinten fahren, nee, ne? Das habe ich auch schon geguckt. Weil der Kofferraum ist ja riesig, da wäre ja eigentlich Platz, ne? Ja, nee, das geht nicht. Was natürlich nichts mit dem Elektroantrieb zu tun hat, sondern wahrscheinlich zu dieser Kategorie von Autos gehört, ist, dass man hier das Fahrwerk einstellen kann. Kann man von Dynamik zum Beispiel, was ziemlich weit unten ist, auf Offroad, was sehr weit oben ist. Und dann fährt das gesamte Auto hoch. Was wir leider nicht nutzen können heute, ist hier das schöne Glasdach, was man aufmachen kann. Da holt man sich allerdings heute nur eine nasse Glatze. Bemerkenswert sind, wie vorhin schon erwähnt, die Außenspiegel. Wenn ich hier drauf tippe, kann ich eben den Spiegel einstellen. So. Und mit diesem dann auf der anderen Seite. Ein nettes Feature ist, dass man auf dem unteren Pad, wo sonst die Heizung zu sehen ist, im Navi-Modus auch schreiben kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Stuttgart möchte, dann kann ich hier einen Buchstaben nach dem anderen schreiben und sie liest mir das vor. Ja, schon erkannt. Ja, wie vorhin schon erwähnt, wir haben eben sehr viele Anzeigen und Knöpfe. Das hier ist mehr oder weniger der Bordcomputer, in dem man alle möglichen Fahrzeugdaten sieht, zum Beispiel auch Fahrerassistenz oder hier kann ich in der Effizienzassistenz zum Beispiel die Rekuperation einstellen von automatisch auf manuell und dann kann ich hier mit diesen Knöpfen bestimmen, wie viel automatische Rekuperation ich haben möchte. Insgesamt haben wir hier 1, 2, 3 Hebel und hier nochmal diese 1, 2 Schalter am Lenkrad, dazu dann das Armaturenbrett sozusagen, den Bordcomputer, das Heizungs- und Schreibpad-Display und auch wenn man hinten sitzt, kann man die Heizung mit einem Display einstellen. Was euch vielleicht gerade aufgefallen ist, dass es immer Klick macht, also es ist nicht ein Touch, sondern man drückt tatsächlich und hat tatsächlich auch einen Widerstand auf diesen Displays. Dann in der Mittelkonsole haben wir ein Fächlein und, wie soll ich sagen, ein Loch. Hier kann man dann sein Handy einstecken an diesem Bügel, dann wird es geladen.
Also, Menschen, die früher Audi Quattro gefahren sind oder ordentliche Autos und nicht wie ich irgendwelche alten stinkigen Volvos und Renaults, werden mir das verzeihen. Aber ich habe den Eindruck, das hier ist ein Symptom. Das ist ein Symptom dafür, wie sich Autos in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Es ist immer was dazugekommen, ein neues Feature. Das kann man auch noch machen mit einem Auto. Dann kann man das noch einstellen. Neues Feature, neuer Schalter und so weiter. Wenn man jemanden hilft, sein Zimmer aufzuräumen, dann sagt man normalerweise, nimm deinen Schreibtisch, mach alles runter und dann leg wieder das drauf, was du wirklich brauchst. Das ist so ein bisschen das, was ich mir wünschen würde. Und ich muss eines sagen, ich bin wirklich überfordert gewesen. Im Oscar ist es auch so gegangen, wenn man hier diese ganzen Informationen, die einem angeboten werden, während dem Fahren aussortieren muss, dann ist es eigentlich eine unnötige Arbeit, weil ich finde, das meiste davon bräuchte man nicht. Das meiste muss man auch nicht während der Fahrt einstellen. Im Gegenteil, wenn man dann wissen will, wie schnell man eigentlich gerade fährt und man sieht es nicht, also ich kann hier einstellen zwischen dieser Einstellung und dieser Einstellung, also ich kann es noch kleiner machen, ja, rechts, das wäre jetzt die Geschwindigkeit. Da muss ich sagen, eine Sache ist wirklich top und sehr wichtig und das ist das, worauf wir die ganze Zeit auch beim Autofahren geschaut haben, nämlich das Head-Up-Display. Da sind tatsächlich dann die wichtigen Funktionen vereint und das sind nicht viele, die man braucht. Ja, meine Zusammenfassung ist, dieses Auto hat mich tatsächlich gestresst, das muss ich sagen. Ich habe mich nach 2 Tagen noch nicht wirklich wohlgefühlt mit dem Auto. Es widerspricht, das habe ich eingangs schon gesagt, als SUV meinem Effizienzgefühl. Es hat recht viel verbraucht, über 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das finde ich jetzt nicht unbedingt nötig, wenn man versucht, was für den Klimaschutz zu tun. Und es hat auch nicht unbedingt wahnsinnig viel Platz im Fahrgastraum dafür, dass es so ein großes, hohes, auch schweres Auto ist. Das ist natürlich die Sicht eines Protestanten sozusagen. Aus Sicht des Katholiken, also der es vielleicht ein bisschen opulenter mag, kann man natürlich sagen, es ist super bequem, sehr angenehm zu fahren, bietet alles, was ein Verbrenner hat in dieser Klasse, hat eine gute Beschleunigung, eine super Geschwindigkeit, eine ordentliche Reichweite, sage ich mal, da wird sicherlich noch was draufkommen im Laufe der Zeit und wird allen, die praktisch bisher ein Audi Quattro gefahren sind oder ein Q5 vielleicht sogar eher gefahren sind, genau das bieten, was sie gewohnt sind. Sie werden gar nicht merken, dass sie dann halt stattdessen eine Batterie und einen Elektromotor haben können, genauso weiterfahren wie bisher. Wenn das der Sinn der Elektromobilität ist, dann seid ihr mit diesem Auto gut beraten. Für mich wäre es tatsächlich nichts, muss ich sagen. Trotzdem ganz herzlichen Dank an Graf Hardenberg in Konstanz, dass ich es ausprobieren durfte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer dieser Dad.